und herzlich willkommen in diesem kurzen Video. Heute wird der Cyvex Gold EOS Lux Kinderwagen ausgepackt. Den habe ich mir privat gekauft, weil wir mal einen Nachwuchs erwarten. Und wir gucken mal gemeinsam schnell rein, was in dieser großen Box ist. Da der letzte Mitschnitt nicht funktioniert hat, jetzt der Rückbau vom Bucky auf den Babywagen. Als erstes hier drücken, Griff kann man weglegen. Was sie halt nicht sind, die sind nicht zum permanenten Wechsel. Das geht zum Beispiel ziemlich schwierig. Also für eine alleinstehende Frau, die zierlich ist, also keine Kraft hat, würde ich sagen, wird es kompliziert, das Ding einzurichten. So, einmal raus. Das geht nämlich ziemlich schwierig. Und zwar das Gestell ist für beide da. Und auch das für beide da. Was wir jetzt nicht mehr brauchen, ist das. Und das war sehr schwierig. Das ist nämlich hier hinten. Also du hast da diese Bänder für unten. Die sollte man auch locker lassen. Und jetzt kommt nämlich das Schwere, wenn man das erste Mal reinmacht. Hier hinten dran sind Druckknöpfe. Und um die Druckknöpfe, ach Gott, dran zu kriegen, war sehr gefummelt. Und den musst du blind finden, weil das guckt ja dann so rein. Ne? Das greift quasi hier rum. Der Druckknopf tut quasi hier rein. Da wird man adlig. So, hier oben ist es dann nur noch mit dem Klettverschluss. Also es gibt eine Bedienungsanleitung, aber die ist mir zu blöd. Die ist mir zu lang. So, hier hinten ist es einfacher. Hier ist er bloß drüber gestülpt. Jetzt kann ich das Kind nach oben ziehen und hier oben drüber stülpen. Diese Stützen müssen da hin, und zwar genau auf Höhe von diesen Bändern. Und wenn der da ist, festklicken. So, jetzt haben wir hier die Klettverschlüsse und da unten das Gegenstück. Also legt man das so rein. Und am Schluss muss man das noch zusammenstecken. Mit Schweißverschlüssen zuziehen. Geht eigentlich ganz gut. Jetzt muss man wieder den Sonnenschutz da reinfummeln. Also wieder durch diese Lasche. Ich versuche das mal zu zeigen. Dann muss man schräg da drunter mit dieser Seite, zieht das nach oben und so drüber. Es geht ein bisschen straff. So, haben wir jetzt alles fertig. Sehr schön. Das ist also quasi der Sonnenschutz und den kann man hier noch öffnen und verlängern, zum Beispiel an heißen Tagen, wenn man die Sonne wirklich schützen will. Letzter Akt ist der Schutz. Auch den würde ich wieder von hinten nach vorne machen, also eins. Ich finde, dass die schwer gehen, vom Abstand her gehen schwer. Und fertig ist der Kinderwagen. So
das schon gewesen sein zu diesem Unboxing-Video. Ich hoffe, es hat dir irgendwas gezeigt. Die Formulare war schon ziemlich anstrengend. Ich würde mir jemanden dazu holen, weil alleine ist es sehr fummelig. Allerdings macht man es ja nicht so oft und von dafür ist dann okay. Ich hoffe, die Druckknöpfe, die Straffheit der Druckknöpfe gibt sich mit der Zeit, hoffe ich zumindest, weil das finde ich ein bisschen blöd. Ansonsten, das Gewicht ist sehr schön, die Knöpfe, hat man sie einmal verstanden, sind ordentlich und okay, alles passt. Die Verarbeitung ist eigentlich so wie bei jedem mittlerweile normal, so, nichts Negatives. Vielleicht, wenn wir das jetzt dann ein Jahr benutzt haben, mache ich vielleicht nochmal ein Video, was er taugt. Also dann, bis dahin, viel Spaß, lass mir ein Abo da, wenn es dich interessiert oder gefallen hat. Und ein Daumen ist natürlich immer cool. Bis dann, ein René vom Kanal Farbsynthese.